Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angelos. Und zwar zur großen Herausforderungsfolge, wo man irgendwelche Herausforderungen bestehen muss. Und zwar sind wir hier gerade mitten im Flug und müssen, damit wir die Angelos-Ausrüstung benutzen dürfen, sowohl das Schwert als auch die Rüstung, die wir hier haben. Wie ihr das vielleicht seht hier, die Angelos-coole Rüstung, müssen wir erst noch gegen so einen komischen Vogelfisch bestehen. Und dann haben wir auch noch in so einer komischen Höhle eine andere Herausforderung. Und ja, wir sind gerade mitten im Fall und ich bin sehr gespannt, ob dieser Boss ein Assi ist oder nicht. Und ja, okay, ja, er ist auf jeden Fall Assi. Aber ich glaube, er ist ein netter Assi. Das geht schon, Leute. Ja, hier, einfach ein bisschen vernichten. Pow, 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 ja, ja. Ich kann halt überhaupt nichts gegen ihn machen, aber YOLO. Pow, 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 pow. Ich greife einfach die ganze Zeit an, ja. Nee, ich komme nicht gegen ihn an, Leute. Oh, er hat auch noch eine zweite Phase, nice. Okay, also man muss ja eigentlich nur den Dingern ausweichen. Oh, okay, er macht auch noch eine andere Attacke. Er hat ganz schön viele Leben. Du hast versagt! Was für eine Enttäuschung! Du verdienst es nicht, die heilige Ausrüstung zu tragen. Nächstes Mal solltest du dein Können besser einsetzen. Aber jetzt erstmal aus meinen Augen. Aber ich lebe doch noch. Gut, dann muss ich mir erstmal wieder ein Herb holen und so ein Scheiß. Wisst ihr was, bevor wir das Ding zermachen, er will ja all unsere Fähigkeiten kennenlernen, dann sollten wir ihm vielleicht auch alle Fähigkeiten präsentieren, die wir haben, nicht wahr? Und wir wissen ja, wir kriegen auf jeden Fall noch eine Schriftrolle. Und zwar hier rechts, wenn wir hier die Herausforderung bestehen. Mal gucken, wie die Herausforderung hier ist. Die ist wahrscheinlich auch super assig, aber ich habe sie bisher noch nicht gesehen, von daher mal gucken. Okay, ja, hier ist jetzt auf jeden Fall auch noch eine Herausforderung. Hier muss man aber alles einsetzen, was man bisher so gelernt hat. Da ein Gitter ist, denke ich einfach mal, wir müssen da so eine Feuerattacke durchmachen. Und dann, ja gut. Das war ja schon mal nicht so schwer. Das Ding heilt einen immer voll. Ah, das Ding heilt einen immer voll mit Magie. So, die müssen wir alle gleichzeitig drücken, ist klar. Heißt, wir schießen darüber mit Feuer, machen hier die Erdfähigkeit hin, laufen währenddessen runter und aktivieren den da unten. Okay, also. Feuer. Oh! Guck mal, den treffen wir auch von hier unten. Ah, das ist ja nice. Okay, ich dachte, ich müsste da runter, aber nope. Okay, das war ja auch super easy. Also hier muss man wirklich alle Fähigkeiten einsetzen, die man bisher so hatte. Was ist das denn? Ah, man muss die alle einsammeln. Oh lol. Achso, man hat... Was? Moment. Lass mich da durch. Oh nö. Danke. Brauch ein bisschen Stuff. Brauche ich hier meine Fähigkeiten überhaupt? Das ist halt auch so eine Frage. Ich glaube schon. Oder nicht? Kann man die auch so alle kriegen? Hä? 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 Leute, was muss ich denn machen hier? Ich muss die auf jeden Fall alle einsammeln, aber wie soll man das denn machen? Ach so, ja, mit der Blub-Fähigkeit natürlich. Ja, so ist das natürlich super einfach. Mal so ein bisschen nachdenken, was man überhaupt machen muss. Das fand ich auch bei... Oh oh. Lol. Bei Ori and the Blind Forest ist toll, dass man am Ende einmal seine ganzen Fähigkeiten einsetzen musste. So, sofort los, weil sonst haben wir nicht genug Zeit. Und am Ende nochmal so eine Fähigkeit hier. Ah. Ich glaube, man muss einmal kurz seine Blubberblase auflösen, während man nach unten geht. Weil dann ist man ja, glaube ich, auch schneller unterwegs. Damit wir genügend Zeit haben für den Endsprung. Hier nochmal der Sprung. So, okay. So, sofort los. Shit. So, sofort los. Und immer, wenn es nach unten geht, loslassen, damit man ein bisschen schneller unterwegs ist. Nein, jetzt habe ich den einen nicht bekommen. Aber so funktioniert das auf jeden Fall. Und dann hier hoch. Ja, okay. Dann haben wir es ja quasi schon raus. So, sofort los. Zack, 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 zack. Halt schnell nach unten. Aber auch alle Dinger. Nein, ich habe schon wieder einen verpasst. Ah, das kann dauern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, runter, 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 runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und hoch. Okay, danke. Okay, haben wir auch geschafft. Okay, waren das alle? Setze auf kluge Weise Feuer- und Flohangriffe ein, um höher zu kommen. Okay, heißt, wir machen... wir gehen nach oben, setzen... Da Feuer ein? Geht aber ja nicht. Ah, geht doch. So, Feuer, Feuer. Der hat mir ja schon die Lösung gesagt, so ein Dummkopf.
Du kannst in diesem Raum keine Elemente nutzen. Töte alle Gegner. Keine Elemente? Eins. Zwei. Drei. War anscheinend nicht alle. Okay, keine Elemente. Wir müssen irgendwie da rüberkommen ohne Elemente. Okay, wie soll das denn gehen? Ach, man konnte, glaube ich... Wenn man einen getötet hat, dann konnte man, glaube ich, nochmal diese Sprungattacke machen, ne? Nice. Ich glaube schon. Warte mal. Okay, dann muss man sich vielleicht Damage boosten? Halt in die andere Richtung? Und dann kommt man da vielleicht irgendwie rüber? Warte mal. Nee, man kann sich auch nur einmal Damage boosten, dann kommt man da sowieso nicht rüber. Ah, aber warte, wir haben ja auch noch eine Nach-Unten-Attacke. Die funktioniert halt nie, weil ich zu blöd dafür bin. Oh, das wird nix, Leute. Ich komm mit dieser Nach-Unten-Attacke nicht klar. Oh, wirklich nicht. Wisst ihr was? Der erste ist mir egal. Ich nehme gleich den zweiten. Oh, wird halt auch nichts. Ich krieg das nicht hin, Leute. Wie? Locker darf ich nicht mal am Anfang eine Nach-Oben-Attacke machen. Das wird doch nie was. Ich krieg das nicht hin. Aber so ist das bestimmt. Nein! Oh Mann. Okay. So, hier genau dasselbe. Und da auch. Nein, 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 ich war schon oben. Oh Mann. So, hüpf. Hä, aber ich komme da ja nicht mal hin. Ich glaube, ich muss so eine nach oben Attacke machen und dann nach unten. Aber das funktioniert auch nie so wirklich gut. Na toll. Okay. So eine komische... Hä? Nee. Darf ich nicht. Ist er denn der linke da? Der ganz linke? Wenn das der letzte ist, dann ist okay. Unten links ist eine Plattform. Heißt, wenn ich hier einfach hüpfe und die... Also wenn ich die Attacke einsetze, so, und dann nach unten, die alle kriege... Aber dann kann ich ja nicht wieder noch eine Attacke machen. Und ich glaube, es geht dann noch weiter, oder? Ja, shit, da geht's noch weiter. Wieso sind das nicht alle? Da geht's einfach noch weiter. Boah, Digga, das krieg ich doch niemals hin. Oh, Mann. Wenn ich mich jetzt rausteleporte... Muss ich dann den ganzen Scheiß davor auch nochmal machen? Mann, das funktioniert einfach nicht! Er macht diese Nach-Unten-Attacke nicht, das ist so dumm. Ja, okay. Und ich muss ja nicht nur die Nach-Unten-Attacke machen, sondern ich muss auch dabei nach rechts gehen. Okay. Dich. Okay, ich will einmal kurz ausprobieren, wenn ich die so, wenn ich eine Nach-Oben-Attacke mache und die dann so angreife, dann kann man wieder eine Nach-Oben-Attacke machen. Dann muss ich da oben tatsächlich eine Nach-Oben-Attacke machen. Okay, okay, dann habe ich es zumindest verstanden. Oh Mann. Wie kann denn der sterben, während ich ihn töte? Also wie kann er mich treffen, während ich ihn schon getötet habe? Das ist so dumm! So, also. Nach oben Attacke, unten... Unten! Gijo, mach das nicht nach unten! Das ist Kacke mit dem Controller! Oh Mann! Nein!
Ey. Oh, ne Witz. Jetzt muss ich das hier nochmal machen. Wieso kannst du nicht da oben stehen? Der heilt mich nicht mal voll. Der heilt mich nicht mal voll. Also wenn ich hier sterbe, dann muss ich locker alles nochmal machen. Boah, dann war das sogar super unnötig, dass ich hier jetzt runtergegangen bin. Er macht diese nach unten Attacke einfach nicht. Ich muss voll weit nach links und dann nach unten. Das ist voll kacke, ohne Witz. Mit dem Controller wirklich richtig dumm. Weil du in zwei Richtungen gleichzeitig drücken musst, aber er erkennt nicht, wenn du nach rechts drückst, dass du auch nach unten drückst. Kann ich? Ich probier's mal kurz, ob ich das vielleicht mit... Oh, ich kann das hier nicht mal in-game auswählen, mit was ich spielen will. Dass ich mit Tastatur spielen will. So ein Bullshit, ey. Ich glaube, das wäre mit Tastatur wirklich viel einfacher. So ist das eher Glück, dass er diese nach unten Attacke macht, als... Ich hab die nach unten... Ich hab doch gesehen, dass er nach unten angegriffen hat. Es ist mehr Glück, dass er hier die nach unten Attacke macht, als... Dass es meine Schuld wäre, dass er sie nicht macht. Ohne Witz. Oh, ich will nicht mehr. Das ist doch scheiße. Sollten Spiele nicht Spaß machen? Ey, es geht einfach nicht. Aber ich habe nicht gespeichert. Ich muss speichern, damit ich hier rausgehen darf. Wenn ich alles davor nochmal machen muss, dann raste ich aus. So, Spiel speichern. Nein, ich will nicht teleportet werden. Ich will einmal aus dem Spiel raus. Ja. Dann einmal Tastatur. So, wie funktioniert denn das da alles, hä? Mhm, aha, hoch, runter. Nicht wirklich mit den Pfeiltasten, oder? Bestätigen Sie J? Willst du mich... Hä? Geh doch jetzt da rechts rein! Tastatur 2? Ah, Tastatur 1. WASD, das klingt ja schon mal besser. Angreifen mit J? JKL? Springen? Mit K? Ach du Scheiße, ey, das kann ja was werden. Okay, nee, in dem Tastatur 1 und gucken, ob das eventuell besser läuft. Ja, so kann ich nämlich auch nach rechts drücken, also gleichzeitig nach rechts und nach unten und der macht dann auch die nach unten Attacke. Ihr hört jetzt wahrscheinlich meine Tastatur, oh Gott, das ist voll die Umgewöhnung hier, weil das eine mechanische Tastatur ist. Aber da müsst ihr mal kurz durch. Zack. Hä, funktioniert überraschend gut mit Tastatur. Ist eine Umgewöhnung, aber es funktioniert zumindest. Keine Ahnung, wie ich jetzt übrigens die Magie und so Dinge einsetze. Also wenn ich jetzt da alles nochmal machen muss, dann komme ich da eh nicht vorbei. Hallo. Muss ich das alles nochmal machen? Dein Ernst? Oh, ich weiß nicht, wie man Magie macht. Ah, okay. Weiß ich doch. Oh Mann, okay, mal gucken, ob ich hier durchkomme mit Tastatur. So, okay. Wie mache ich hier? Okay, ich drücke einfach alles. Passt schon, Leute. Magie. Hüpfen. Hä? Das ist voll die Umgewöhnung. Was weiß ich denn, was ich hier machen muss? Okay, hat funktioniert irgendwie. Ich habe auch... Wie mache ich denn eine Luftfähigkeit? Warte. Wie hüpfe ich so? Wie mache ich die komische... Jetzt muss ich das wirklich alles nochmal machen. Ich fasse es nicht. Toll, wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Eben die ganze Zeit funktioniert, jetzt plötzlich nicht mehr. Oh, ich verkacke locker das Ende. Kann ich mir vorstellen. Na, oh Mann! Ich komme hier nicht klar, was Springen ist und so. Wieso packen die Springen auf K? Ich hasse dieses Spiel. Ach, danke. Immerhin. Sogar mit Tastatur. Ah, jetzt sind wir schon hier. Wir haben ja fast gar nichts geschafft. Jetzt sind wir wieder hier. So, das sollte jetzt auf jeden Fall leichter werden mit Tastatur. Danach muss ich halt leider weiter mit Tastatur machen, weil man es ja einfach im Spiel nicht umstellen kann. So, mal gucken. Das ist so viel einfacher! Ha, lol. Naja, fast. Ah, ich komm durcheinander mit Angreifen, Springen. Oh, das ist ohne Witz viel einfacher. Hä? Oh, jetzt habe ich wieder Springen gedrückt statt Angreifen.
Mann, wieso macht er das denn nie? Es ist nur diese eine. Ich hoffe, danach geht es nicht noch viel weiter. Aber mit Tastatur kommt man hier auf jeden Fall gut voran. Auf jeden Fall bis hier. Oh. Er hat doch schon nach unten angegriffen. Das niemals hin. Und dann passiert immer so eine Kacke, keine Ahnung. Vielleicht sterben die nicht One-Hit, wenn man ein anderes Schwert nimmt. Ich nehme jetzt einfach mal das schlechteste Schwert. Vielleicht sterben die nicht One-Hit. Dann können wir einfach hoch und sind dann toll drauf. Doch, okay, die sind immer One-Hit. GG. Vielleicht ist es besser, wenn wir nicht so eine große Reichweite haben. Wieso geht denn das nie mit den Eien? Da hat man gar keine Zeit für irgendwas. Oh, komm. Nein. Ich muss das vor allem dreimal schaffen, um darüber zu kommen. Du Bastardteil, Mann. Nach unten Attacke! Oh! Ich bin oben! Ich hab den Typen getötet! Nein! 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 Lass mich da doch bitte rüber! Nein! Oh Mann! Aber es funktioniert! Schon, warum ich diese nach unten Attacke hasse in Spielen. Oh, in jedem Spiel ist diese nach unten Attacke einfach nur ein Hurensohn. Ihr müsst wissen, es ist jetzt 11 Uhr abends. Ich wollte eigentlich gleich schlafen gehen. Jetzt mache ich hier diesen Kack. Mann, ich hab's wieder vergessen. Mann, treff den doch bitte. Bitte, bitte, ich biete dich. Einmal. Einmal ohne den oberen zu töten. Danke. 1, 2, 3, 4, hoch, runter und ich bin wieder unten. Ja, ja. Uno, dos, tres, hoch. Uno, dos, tres, cuatro, hoch. Shit, wieso gehst du nicht hoch? 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, 4, up. And up you go. 1, 2, 3, 4, up, down. Mann. Ach ja, man kann dir ein schönes Lied zusammen mixen. Ichi, ni, san, ja. Ichi, ni, san, John, ja! Apu, chapa, chupu, apu, 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 apu. Ba, ba, da, ba, 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 ich hasse dieses Spiel! Ich hab gleich keine Leben mehr und ich glaube, ich habe auch keinen Trank mehr. Und dann darf ich den ganzen Scheiß von davor wieder nochmal machen, weil dieser Kack hier Kacke ist. Oh,
Oh, ich will nicht das nochmal mit der Blubberblase machen. Das ist nervig. Ja, GG. Drück halt Spring, statt anzugreifen. Ich muss gar nicht springen, um diese Attacke zu machen. Ich muss einfach nur nach oben drücken, dann macht er das auch schon. Mann, wieso trifft er mich denn immer? Schon wieder? Kann der nicht einmal darüber? Man kommt da nicht hoch, ohne den Wichser da zu töten. Wie spät soll man denn hier bitte hoch, damit man den nicht trifft? Ey, wenn er mich außerhalb dieses Dungeons platziert, wenn ich sterbe, dann kann er mich mal. Es geht halt einfach nicht. Oh mein Gott, ich bin mal bis hier oben gekommen. Okay, jetzt nur nichts falsch machen. Was müssen wir machen? Wir müssen auf jeden Fall auf ihn drauf landen. Und dann da hochkommen. Okay, das kann ja nicht so schwer sein. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Wir haben da einen. Wir haben da oben einen. Aber der zeigt noch einen Pfeil weiter nach rechts. Das heißt, wir müssen danach noch irgendwas machen. Ich weiß nicht, ob ich an den oberen rankomme mit meinem kleinen Schwert hier. Also ich glaube, bei den eben war das ganz gut. Aber ich glaube, jetzt möchte ich das nochmal... umändern zu einem Schwert, das eine lange Reichweite hat. Ich glaube, hat das Masamune eine lange Reichweite? Das Splitschwert eine längere Reichweite? Es greift zumindest noch so nach vorne an, ne? Also wir müssen den hier unten auf jeden Fall mit so einer normalen nach unten Attacke attackieren. Scheiße. Und dann den da oben noch irgendwie erwischen. Also was müssen wir machen? Wir müssen hier nach oben, nach unten... Dann treffen wir den und dann wieder nach oben. Wird nichts, Leute. Oh mein Gott! Danke! Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich den letzten Scheiß da so hinbekommen habe. Dass ich die letzte Ebene hier so hinbekommen habe. Leute. Ohne Witz, dieses Recording geht jetzt 50 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange jetzt das Video ist. Aber ihr wisst, wenn ihr diese 50 Minuten hört... Oh mein Gott, ey. Wie lange ich dafür gebraucht habe. Hä? Okay, ich muss da einen Feuerball durchschicken. Komm klar, ich muss einen Feuerball durchschicken und immer zur richtigen Zeit dann das Ding hier aktivieren. Super easy. Well done. War es das jetzt schon? Nein, ich will nicht gehen. Nicht. Ich will nicht hier rausgehen. Ich will nie wieder diese kack vierte Challenge machen. Hallo. Gibst du mir jetzt irgendwas? Ich bin Kampftrainer Specht. Nimm diese Schriftrolle. Danke. Wie, das ist nichts Gutes. Du hast die Specht-Schriftrolle. Drücke unten rechts oder... Angriff für einen vernichtenden Dreifachschlag. Du kannst diese Attacke während eines Sprungs ausführen. Was? Was muss ich machen? Mehr kann ich dir nicht beibringen. Was soll ich machen? Wir müssen auf jeden Fall gleich speichern. Nicht, dass das Spiel gleich irgendwie abkackt oder so. Inventar. Drücke und die Angrifftaste für einen Vernicht...
So, ich muss das wahrscheinlich gleichzeitig drücken, oder was? Nö. Ich drück doch nach rechts und Angriff! Funktioniert halt nicht, Leute. Egal, ob ich das gleichzeitig drücke oder wie auch immer. Es geht nicht! Ah! Ach, nach unten? Nee. Hä, eben hat das einmal kurz gemacht. Ach so, runter und rechts oder runter und nach links. Ah, okay. Der geht ja trotzdem nicht. Ah, okay. Also erst nach unten, dann nach rechts drücken. Und dann die Angriffattacke. Hat jetzt aber nicht so eine geile Reichweite, oder? Okay, aber verstanden. Hä, das ist voll der Kack, den er mir hier beigebracht hat. Oh, mehr gibt's hier nicht, oder was? Ja, dann lass mich gehen. Gut, aber mit Tastatur ging das auf jeden Fall sehr viel besser als mit dem Controller. Also auf jeden Fall die Dinger hier. Ich werde wieder umstellen auf Controller. Und tut mir leid, Leute, dann war das tatsächlich alles, was wir in dieser Folge gemacht haben. Aber ich habe jetzt wirklich keine Lust. Meine Mutter ist jetzt auch schon zu Bett gegangen. Das heißt, ich darf sowieso nichts mehr aufnehmen. Und ja, dann hoffe ich, dieser Part hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Ich glaube nicht, aber what else? Whatever. Vielleicht schneide ich das auch mit der nächsten Folge dann zusammen. Mal gucken, wie ich es mache. Aber ja, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Ich bin auf jeden Fall... Ich bin erleichtert, dass ich das hinbekommen habe. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.